Heute ist Sonntag, der 26. März. Ich war hier heute Morgen kurz am Grundstück und habe das Licht ausgeschalten und bin hier einmal am Zaun entlang gelaufen. Habe geschaut, ob alles in Ordnung ist, ob niemand drüber gestiegen ist. Ist soweit alles okay. Allerdings habe ich gesehen, dass wir wieder ein Ameisenproblem haben. Also in einer Ecke vom Grundstück sind zwei sehr große Ameisenlöcher im Boden drin. Und da ist eine Ameisenstraße, die ist mir sofort ins Auge gefallen. Die ist mit Sicherheit so an die 30 Meter lang, geht hier einmal quer übers Grundstück drüber. Und da muss man was unternehmen. Deswegen bin ich jetzt wieder da, bevor die hier unsere ganzen Bäume kahl fressen. Wie man hier ganz gut sieht, haben wir wieder ein leichtes Ameisenproblem. Ich habe auch schon den Bau von denen gefunden. Und zwar ist der hier ganz in der Nähe. Das sind hier diese beiden Löcher hier und wenn man da genau hinschaut, dann sieht man die Kameraden auch und hier sieht man in der Mitte vom Bild sieht man ganz gut die Straße hier von den Ameisen. Das ist hier ja wie so eine Rinne im Boden, wo die langlaufen immer. Und das geht hier an dem Büschel hier vorbei. Da geht es weiter, die Rinne. Hier geht es rechts an dem Büschel vorbei. Dann geht es hier weiter. Dann da oben geht die Rinne weiter. Bis hier, dann geht es hier über diesen Hügel drüber. Wird jetzt langsam schwächer, diese Rinne. Dann hier, da wo das Loch ist, geht sie weiter. Bis hier zu diesem Grashaufen und da verliert sich das dann irgendwo. Ich bin jetzt also sicherlich 30 Meter von dem Loch da hinten entfernt. Also so weit geht die Straße hier von den Ameisen. Hier die Ameisenstraße mal aus der anderen Richtung. Vielleicht sieht man das jetzt hier mit der Sonne ein bisschen besser. Da läuft einer. Diese Pflanze hier, die Lourdes hier eingepflanzt hat, das sind eigentlich oben nur noch die Stängel von da. Die Blätter sind alle schon abgefressen hier, die werden dann zerkleinert und die einzelnen Stückchen hier in die Löcher rein transportiert da hinten. Das sieht vielleicht lustig aus, wie sich hier die kleinen Blattstückchen über dem Boden bewegen, aber ich sag mal, irgendwann hört da der Spaß auf, ne? Also wenn die ganze Pflanze hier zerstört haben, die man hier großgezogen und eingepflanzt hat, dann ist irgendwann mal Schluss mit lustig. Deswegen habe ich jetzt da hinten, wo die Löcher sind, habe ich jetzt das Mittel angewendet und ich denke mal, morgen sind diese Ameisen nicht mehr da. Wir haben ja da oben auf dieser Wiese, sage ich jetzt mal, einige kleine Bäume eingepflanzt. Die sind gerade mal so zwischen einem halben Meter und einem Meter hoch. Das sind unter anderem Avocados, Mangos haben wir da oben, dann hier verschiedene Zitrusfrüchte, Mandarinen, Zitronen, Orangen und sowas. Und so einen kleinen Baum machen die Ameisen relativ schnell platt. Also das geht bei denen in 2-3 Stunden, dann sind da die ganzen Blätter weg. Und ja, deswegen bin ich jetzt nochmal hier, kurz vor Mittag, habe das Mittel mitgebracht. Das sprüht mal punktuell auf diesen Eingang von dem Ameisenbau und dann ist am nächsten Tag Ruhe. Gestern Abend hatten wir noch ein Gewitter hier mit Sturm. Da sind hier von unserer Palme die alten Blätter runtergekommen. Die liegen jetzt hier bei uns am Grundstück. Die werde ich jetzt einsammeln. Und da drüben habe ich so eine Feuerstelle, da verbrenne ich das dann irgendwann. So, wollen wir mal schauen hier. Es ist ziemlich zäh hier das Zeug, also sehr hart. Ich schätze mal, das Ding hier ist so 3,5 bis 4 Meter lang. Und das ziehen wir jetzt da hinten an die Feuerstelle.
Da haben wir noch so ein Blatt oder so eine Schale, sage ich jetzt mal. Das ist auch von der Palme. Die ist so, ja, 1,50 Meter ungefähr lang. Nehmen wir mal auch mit. Ja. Ja, und bei nächster Gelegenheit machen wir hier wieder ein Feuerchen. Das ist hier so ein alter Baumstumpf gewesen. Ich mache hier immer wieder Feuer und der ist schon so ziemlich abgefackelt. Ein bisschen ist noch übrig. Und ja, wie gesagt, das Zeug hier brennt wie verrückt. Und bei nächster Gelegenheit, wenn es trocken und windstill ist, dann wird das hier entsorgt. Also eigentlich ist das hier auf einem halben Hektar Land, also auf einem halben Hektar Grundstück, ist das schon fast ein Vollzeitjob für jemanden. Da kann man hier, also jeden Tag gibt es hier irgendwas zu tun, Gras schneiden, Unkraut rausmachen, Schädlinge bekämpfen, also hier ist immer was los. Also wie gesagt, man könnte den ganzen Tag hier mit irgendwas beschäftigt sein. So, liebe Freunde, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir haben jetzt hier Freitag, den 31. März. Es ist jetzt Abend, die Jungs sind schon im Feierabend. Ich mache mit euch kurz einen Rundgang und zeige euch, was diese Woche passiert ist. Dann schauen wir uns als erstes mal drinnen um. So. Hier seht ihr das sichtbare Mauerwerk. Auf beiden Seiten. Das bleibt auch später so, also die Steine bleiben sichtbar. Dann haben wir hier oben drüber ab diesem Betonringanker verputzt bis zur Decke hin. Das gleiche auf der Seite und hier in dem Gang ist halt komplett verputzt. Das ist da hinten noch dunkel, weil es noch frisch ist, das ist noch nass. Hier ist auch komplett fertig. Das ist hier die eine Eingangstür, das ist die zweite Eingangstür, da kommt später unsere Küchenzeile hin, da hinten ist der Grill, wenn man durchs Fenster schaut. Dann haben wir hier die beiden Schlafzimmer, beziehungsweise ein Schlafzimmer, ein Gästezimmer. Die sind auch komplett fertig verputzt, jetzt ist auch hier oben noch dieser Streifen da gemacht worden über dem Fenster. Bis da oben hin. Das Zimmer hier spare ich mir jetzt, das ist genau gleich, nur halt spiegelverkehrt. Das hier ist die Toilette, die ist heute auch so mit dem groben Putz fertig geworden, komplett. Hier ist das Büro. Das ist auch fertig, komplett. Das ist hier die Rückseite vom Haus. Ihr seht, dass da oben der Giebel schon verputzt worden ist. Rechts in der Ecke ist es noch dunkel, weil der Putz noch feucht ist. Das ist heute erst noch drauf gekommen. Das da hinten links, das war von gestern, ist schon einigermaßen trocken. So, in dieser Linie, wie das jetzt hier ist, der Putz, wird sich das einmal komplett ums Haus rum durchziehen. Und zwar hier auch gibt es einen Streifen nachher bis da hinten hin, der ebenfalls verputzt wird, weil da oben ist ja, vielleicht sieht man es hier besser mit der Sonne, da wo die Steine hochkant gemauert sind, da ist ja dieser Betonringanker dahinter und ab da ist das Mauerwerk nicht mehr schön. Deswegen wird da oben ein Streifen verputzt auf diese Breite hier, aber bloß, ich sag mal, das sind vielleicht 30 cm, die da verputzt werden. Und jetzt sind wir hier vorne am Giebel. Also das ist hier die Vorderseite vom Haus. Da seht ihr, dass da oben noch nichts gemacht worden ist. Das wäre jetzt noch eine Arbeit für nächste Woche. Also da oben der Giebel wird genauso verputzt wie auf der anderen Seite. Dann hier auf dieser Seite, da wo der Grill ist, da wird auch dieser Streifen oben noch gemacht. Ja. Hier seht ihr jetzt, weil das hier eine einfach gemauerte Wand ist, seht ihr jetzt hier
nicht die hochkant gemauerten Steine wie hinten, sondern hier sieht man den Ringanker, den Betonringanker ganz gut. Das ist der unterste graue Streifen hier. Da oben ist nochmal ein Ringanker, sind zwei hier. Und bis an den untersten grauen Streifen wird hier verputzt. Und die Nische da neben dem Grill, da wo jetzt momentan das ganze Holz noch liegt, das muss ich jetzt hier am Wochenende aufräumen, da wird auch noch verputzt. Aber bloß die Wand, wo das Loch da drin ist, wo das Fenster noch reinkommt. Und dann wäre das hier im Außenbereich mit dem groben Putz auch abgeschlossen. Die Jungs waren fleißig diese Woche. Wir hatten am Mittwoch ein paar Stunden lang Gewitter, da ist nichts passiert hier, da ist niemand gekommen. Aber ansonsten, die restlichen Tage konnten wir was machen. Ihr seht, dass wir jetzt hier mit dem Putz schon ziemlich weit sind. Das, was jetzt noch fehlt, ist dieser Feinputz, der jetzt da noch drauf kommt. Dass das wirklich komplett ganz glatt ist, die Wand. Kommt jetzt noch eine Schicht von einem ganz feinen Material drauf. Aber das Grobe ist jetzt soweit fertig, bis auf diese schmalen Streifen an der Seite, bis auf die Nische neben dem Grill und vorne der Giebel noch. Ich denke mal, dass wir im Laufe der nächsten Woche hier mit dem Verputzen komplett durch sind. Also, dass das Grobe hier noch gemacht wird, was ich gerade aufgezählt habe, und dann noch komplett das Feine drüber. Das geht, denke ich mal, relativ zügig. Das ist nur eine ganz dünne Schicht, die da aufgetragen und verrieben wird. Und dann sollten wir hier mit dem Putz durch sein. Dann geht es dann auch gleich nonstop weiter hier mit dem Fußboden. Das heißt, wir werden dann hier nochmal den Boden verdichten. Hier kommt noch ein bisschen Füllmaterial drauf, wo zu wenig ist. Und dann kommt hier die Betonplatte rein. Also es geht jetzt hier Schlag auf Schlag weiter, aber ihr werdet das dann auf jeden Fall in den nächsten Videos mitbekommen. Das war es jetzt hier für heute am Freitag, dem 31. März. Morgen ist der 1. April. Heute ist Freitag, der 31. März und jetzt haben wir hier Freitagabend, Wochenende. Und ich verabschiede mich jetzt in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video, nächste Woche. Dann geht es weiter. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao, ciao.